Hallihallo, zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um Lilly, mein neues Schnittmuster. Und ja, erstmal sind mir gerade ein paar Fragen eingefallen. Denn beim Film der Anleitungsvideos ist es für mich gar nicht so einfach, immer abzuschätzen, was ich da alles mit reinmachen soll. Denn grundsätzlich sind sie ja nur als Ergänzung zur Anleitung von meinen ganzen bebilderten Anleitungen zu den Schnittmustern gedacht, ne? Also wenn jemand so ein Schnittmuster von mir kauft, da ist ja dann komplett ein bebildertes Anleitungsheft dabei oder eben ein ganz ausführliches PDF in der, in dem E-Book dabei, ne? Die Videos waren ja eigentlich grundsätzlich nur so gedacht, dass ich halt kniffligere Schritte, wie jetzt zum Beispiel den Kragen oder jetzt das letzte Mal auch bei der Bluse Greta, wie man den Beleg dann da annäht, dass man das eben einfach nochmal ein bisschen besser sieht. Ja, so, jetzt frage ich mich, ob das alles so hinhaut oder ob ihr irgendwie noch Anmerkungen habt oder Wünsche habt. Gleich vorab, ich werde keine ganz ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung machen, denn wer das Schnittmuster kauft, der hat ja alles mit dabei und B, macht ja keinen Sinn, jetzt hier ein 30 oder 35 Minuten Video zu machen und dann jedes Mal zu zeigen, wie ich den Ärmel da einnähe, denn das mache ich grundsätzlich eigentlich immer gleich. Wenn ich es anders mache, zeige ich es oder verlinke es irgendwie, ne? Ja, deshalb würde mich das mal total interessieren und es wäre total cool, wenn ihr mir mal einen Kommentar nochmal hinterlasst und mir da ein bisschen die Richtung gebt, dass ich weiß, ob das alles so hinhaut oder ob ich irgendwie was anders machen soll. Genau. Und ansonsten würde ich euch natürlich gerne mal was zu Lilly erzählen. Das ist Lilly. Und Lilly ist auch entstanden aus meinem Schnittmuster Sunny Me. Das ist ja so einer der Dauerbrenner und das ist das Shirt mit diesen überschnittenen Ärmeln, das Sommershirt mit der Kellerfalte und ja, da kam immer wieder die Frage, ob man da nicht auch Ärmel zu machen kann oder ob ich diesmal irgendwann in Betracht ziehe und das klappt natürlich nicht bei dem Schnitt, weil durch diese überschnittenen Ärmel kann man da nicht auf eine vernünftige, anständige Art und Weise einen langen Ärmel einsetzen. Ne? Deswegen hat es jetzt ein paar Jährchen gedauert, aber jetzt ist der Zeitpunkt da und ich habe halt gedacht, okay, dann gibt es jetzt hier die Ergänzung. Ne? Ist natürlich ein bisschen fummeliger als die Sunny Me für den Sommer, wo man ja nur zack und zack und schon ist das Shirt fertig. Aber Lilly hat auch absolutes Lieblingspotenzial. So, ich komme mal ein Stück ran. Also hier ist auch wieder die Kellerfalte, logischerweise. Ich habe mir jetzt aber bei der Variante gedacht, weil es ja auch ein Kleid ist und bislang runtergeht, dass es oben so ein bisschen luftiger und offener sein soll. Und deswegen ist da so ein kleiner Schlitz mit dabei. Genau, diesen kann man versäubern, eben mit so einem Bubikragen, der auch mega süß aussieht. Man muss halt da so ein bisschen bei der Stoffwahl aufpassen, ne? Also damit das nicht irgendwie altbacken aussieht. Aber wenn man den richtigen Stoff hat und das gut kombiniert, dann ist das ja auch richtig eine coole Variante. Genau, und dann kann der eben so offen bleiben oder man kann hier oben so ein Knöpfchen ranmachen, das schließen oder eben so ein Pin auch. Genau, also das wäre so Variante 1. Variante 2 ist meine, die ich jetzt genäht habe und die ich euch auch gleich zeigen werde. Das ist die Variante mit Beleg. So, jetzt komme ich auch mal ran. Das ist auch von innen, ne, wenn der Beleg dann da vernäht ist, eine richtig schöne, saubere Variante. Sieht richtig schick aus. Und auch hier kann natürlich der Schlitz so offen bleiben. Oder man macht den hier oben auch mit so einem Pin oder einem kleinen Knopf zusammen. Na, dann würde das dann hier so aufspringen und sieht auch mega, mega cool aus, finde ich. Die Anja, eine aus meinem Promenade-Team, auch ein Engel, hat auch die Lilly so genäht, dass
die hier oben quasi das Ganze ohne Nahtzugabe wahrscheinlich zugeschnitten hat, damit es ein bisschen weiter aufgeht. Und dann hat sie hier oben ein Bündchen komplett dran gesetzt. Das sieht so cool aus, ne? Da kann man natürlich hier oben die Sache auch zusammenlegen und das Bündchen ran machen. Dann würde eben dieser Schlitz hier wieder aufspringen. Oder man lässt das auch als V so ein bisschen offen und macht dann das Bündchen ran. Mega, sieht richtig cool aus. Auch eine Variante, ne? Ansonsten ist natürlich das Ganze hier auch variabel. Also wer möchte, zum Beispiel mit so ein bisschen mehr Busen, sieht das ziemlich gut aus, wenn man die Geschichte weiter zunäht hier, ne? Also dann einfach die Kellerfalte ein Stückchen weiter runternähen. Dann springt die halt nicht so direkt, ne, über der Brust auf. Und man kann natürlich hier auch den Schlitz variieren, ne? Ein bisschen tiefer machen oder auch zusammennähen, wenn man Lust hat, ne? Dann muss die Kellerfalte einfach bis nach oben durchgenäht werden. Also da kann man auch mitspielen. Genau, Lilly ist als Kleid konzipiert, aber ich habe natürlich wieder eine Länge als Shirt mit drin. Also kann man das auch super als Shirt nähen. Und Taschen. Ganz wichtig. Also für mich, ich finde, Taschen müssen immer sein. Beim Shirt natürlich oder nicht, ne? Aber bei der Kleidervariante. Und zu den Taschen ist mein Tipp, und das empfehle ich wirklich eigentlich bei jedem Kleid zu machen, wo es diese Nahttaschen gibt zum Einnähen, immer erst Vorder- und Rückteil zusammennähen an den Schultern. Das Ganze dann mal überwerfen und eben gucken, ob alles so passt und hinhaut. Und dann kann man die Taschen in der Höhe positionieren, die man sie haben möchte. Denn natürlich hat mein Schnittmuster auch die Taschenhöhen vorgegeben. Aber ob das dann auch so deine Wohlfühleinschubshöhe ist, ne? Oder ob deine Proportion jetzt mit längerem Oberkörper, kürzeren Beinen, ob das dann wirklich so hinhaut und die auch auf deiner bequemen Höhe sind, das ist jetzt nicht vorherzusagen, ne? Deshalb, wie gesagt, erst überlegen, gucken, wo die Taschen hin sollen, dann einnähen und dann passt das auch auf jeden Fall so, dass du dich wohlfühlst. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Mehr habe ich jetzt hier nicht zu sagen. Ich werde mich mal mit meinen Lillys hier verabschieden und in das Video abgeben. Die Kragenvariante hier, die verlinke ich dir mal. Ich habe nämlich den Kragen ganz ausführlich beschrieben bei meinem Finas Kleid, bei dem Anleitungsvideo. Und ich werde das dann zu gegebener Zeit in dem Video mit verlinken, ne? Sodass man dann einfach nur klicken muss und dann kommt man da auch an. Ein Wort noch, weil Finas Kleid habe ich ja aus Webware genäht, ne? Das hier ist, Lilly ist für dehnbare Materialien, aber nicht für richtig schlabbrige, dehnbare Materialien konzipiert, ne? Also das hier sind beides Jacquard-Stoffe, nicht dick, sondern wirklich auch schön dünn. Da kommt es wirklich auf die Qualität an, ne? Dass man einen guten Stoff nimmt, der dann auch warm hält. Da braucht man gar nicht so ein dickes Material nehmen. Wenn der Stoff weicher und labbriger ist, dann mal gucken, lieber eine Nummer kleiner nähen, ne? Und hier, ich habe auch bei dem Bubikragen nichts verstärkt. Also ich habe den wirklich so gelassen, damit er schön leicht und weich fällt. Man kann das natürlich machen, ne? Also dann einen von den Kragen, wie in dem Video vom Finas Kleid beschrieben, verstärken. Da würde ich aber wirklich eine ganz dünne Einlage nehmen. Und dann eben das Ganze zusammennähen. Das funktioniert auch ohne Verstärkung. Du musst nur aufpassen, dass eben hier in den Rundungen, dass der Stoff da nicht gezogen wird, ne? Dass du nicht dehnst und den unter der Maschine irgendwie ziehst, weil er dann natürlich hinterher so Wellen schlägt, ne? Also das ist so ähnlich wie beim Beleg annähen, hier so in der Rundung. Man muss so ein bisschen da mitgehen und dann gibt es auch keine Probleme. Sobald er gezogen wird, kriegt er hinterher so Dellen. Ja, aber dann schaffst du. Es ist alles halb so schlimm. Und wer Belege hier annehmen kann, der kriegt das auch hin. Genau, jetzt habe ich es aber. Langes Intro diesmal. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Gucken und drehe mich hier nochmal mit meiner Lilly. Ach, ich finde den Schnitt wirklich so mega cool. Da kann man natürlich auch dann hier die Geschichte mit kurzem Ärmel machen oder im Sommer ohne Ärmel. Also das ist so ein richtiger Rundumschnitt.
So, jetzt reicht's aber. Viel Spaß beim Gucken und ab in die Anleitung. Ciao! Also, los geht es mit der Kellerfalte am Vorderteil. Und damit oben dieser Schlitz offen bleibt, wird die nur in diesem gekennzeichneten Bereich, also zwischen den Markierungen, die für deine Größe zuständig sind, zusammengenäht. Und ich übertrage mir das Ganze immer mit Kopierpapier. Und weil man das jetzt hier nicht so gut gesehen hat, habe ich es mir gleich nochmal mit Nadeln festgesteckt. Und nur in diesem Bereich, wo die Nadeln da von oben nach unten gehen, nähe ich das Ganze jetzt zusammen. Und wenn die Falte dann schön aufgeklappt wird, dann sieht das Ganze von hinten so aus. Und weil das alles noch ein bisschen locker liegt, festige ich das jetzt auch immer noch mal mit Nadeln, damit alles schön bei sich bleibt und eben nicht verrutscht. Und hier oben siehst du schon, die Falte oder in dem Fall dann der Schlitz geht eben schön auf. Man kann die natürlich noch mal absteppen, aber ich lasse das immer gern so. Was ich aber gern mache, ist, die Falte oben nochmal zu sichern. Einmal, damit sie nicht ausreißt und zum anderen, damit der Beleg hinten, also Beleg nenne ich das jetzt mal, also dieser überschüssige Stoff von der Kellerfalte, eben auch nicht so rumschlabbert. Ne? Und ja, das mache ich immer mit so ein paar Stichen dort, direkt oben. Und das fällt dann auch später gar nicht auf. Weiter geht's mit dem Zusammennähen an der Schulter. Also dafür legst du wieder Vorderteil und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und nähst das Ganze an den Schultern zusammen. Genau. Dann kommen als nächstes die Ärmel rein. Also einmal alles aufklappen und die zugeschnittenen Ärmel nehmen. Und die werden jetzt an die Ärmel... Sagt man denn? Die werden halt angenäht. Genau, hier gibt es die eine Eselsbrücke. Genau, falls man es sich nicht markiert hat, diese Fukuhila, vorne kurz, hinten lang. Ne, dann kann man sich immer ganz gut merken, dieses kurze Teil am Ärmel kommt an das Vorderteil ran und das lange Teil des Ärmels kommt hinten ran. Genau, und nun alles schön feststecken und eben auch annähen. Wenn die Ärmel angenäht sind, geht es mit den Taschen weiter. Und du hast ja die Markierung, wo die Taschen hinkommen sollen, mit einem Schnittmuster dabei. Das ist ein Richtwert. Also ich empfehle immer, wie gesagt, schon am Anfang, ne, jetzt einfach mal in dem Zustand, sich alles mal überzuwerfen, zu gucken, ob die Markierung von den Taschenhöhen hinkommt. Wenn nicht, kann man die eben in die Höhe setzen, die dir besser gefällt. Und dann natürlich gleichmäßig auf beiden Seiten markieren. Und wenn dann die Markierung dran ist, wird der Taschenbeutel rechts auf rechts angeheftet und auch angenäht. Und hier lohnt sich auch immer, damit das dann am Vorderteil und am Rückteil gleich ist, auch wirklich, wenn du quasi am Vorderteil beide Taschenbeutel markiert hast und angeheftet hast, dass du dann das Rückteil oben nochmal drauflegst und wirklich guckst, dass am Rückteil die Taschen dann in der gleichen Höhe, in der gleichen Position sind. Das ist natürlich auch besonders wichtig, wenn du dir eine andere Höhe nochmal aussuchst. Ne? Also da ist Kontrolle besser, sonst musst du es nachher wieder abtrennen, wenn die Beutel nämlich nicht auf einer Höhe sind. Ne? Genau. Und dann werden die Beutel angenäht. Dazu geht es an die Nähmaschine. Und jetzt wird der Beutel rechts auf rechts eben auf das Vorder- und auf das Rückteil angenäht, der jeweilige.
Und hierbei ist wichtig, dass du oben und unten die Nahtzugabe freilässt. Also, dass du oben und unten beim Taschenbeutel 1 cm freilässt, weil nämlich nachher, wenn du die Seitennaht schließt, du da mit der Overlock oder eben auch mit der normalen Maschine einmal lang nähst und dann alles in einem Rutsch geschlossen hast, inklusive Taschenbeutel einnähen. Ich mache das Ganze auch hier an der Overlock und fange am Ärmel an und dann geht das hier einmal ritsch-ratsch von oben nach unten. Schön gucken, dass die Nähte unterm Arm übereinander liegen und du kannst das natürlich alles stecken und wirklich befestigen. Das ist immer die bessere Variante und ist auch nochmal sicher. Und hier genau einmal die Taschenbeutel rausklappen und dann in einem Rutsch einmal von der Seitennaht um den Taschenbeutel rumgehen und dann nach unten weiter. Also das ist ganz einfach und geht auch mega einfach. und ich mag Taschenbeutel in der Seitennaht eigentlich sehr, sehr gerne, weil die so schön verschwinden und auch unauffällig sind. Und wenn du das Ganze dann wieder auf rechts wendest, dann kannst du sehen, wie schön der Beutel in der Naht verschwindet. Und bei so weichen Materialien wie hier, dann fällt das nämlich auch so schon wunderschön. Ist schnell genäht und man hat trotzdem ein bisschen Stauraum. So, jetzt geht es dann weiter mit dem Ausschnitt und da zeige ich dir das jetzt nur mal rein theoretisch. Also ich verlinke hier mal das Video zu meinem Finas Kleid, wo ich dir auch ganz ausführlich beschreibe, wie man einen Kragen annäht. Und ich mache das jetzt hier wirklich nur mal theoretisch und schnell, aber ich möchte es hier nicht nicht auslassen. Ne? Also, der Bubikragen ist zweifach von dir zugeschnitten und wird jetzt rechts auf rechts einmal an den Ausschnitt geheftet. Und zwar so, dass vorne am Schlitz, und ich zeige dir das jetzt hier gleich nochmal, da muss der 1 cm Nahtzugabe überstehen. Ne? Also so bitte. Genau. Und dann wird das Ganze einmal oben am Ausschnitt entlang zusammengenäht. Das solltest du natürlich wieder schön stecken, denn dann wird es besonders sauber. Ich mache das jetzt mal mit Stecknadeln und tue so, als wenn ich das Ganze annähe. So, der Kragen ist jetzt also angenäht und nun nimmst du dir den zweiten Teil vom Kragen und legst den rechts auf den ersten angenähten Kragen. Und der wird jetzt einmal an der Außenkante entlang zusammengenäht. Also dort genau, wo ich jetzt wieder lang stecke, einmal alles außenrum zusammennähen. In der Rundung vorne, wenn du es zusammengenäht hast, kann das Ganze dann ein bisschen eingeschnitten werden, so dass nachher, wenn du den Kragen quasi auf rechts wendest, hier in dem Bereich da oben, dass sich dann dort der Stoff auch schön legt. Ne? Also so sieht das Ganze dann aus. Ja. Und du siehst, wenn du jetzt hier vorne an der Nahtzugabe eben richtig lang genäht hast, dann trifft der Kragen auch richtig schön auf den Schlitz vorn. Zuletzt wird dann da die Nahtzugabe umgeschlagen und alles festgenäht. Also auch wirklich keine schwere Sache. Und genau, gehen wir mal weiter zu der Variante, die ich gewählt habe. Das ist nämlich die mit Beleg. Und der wird natürlich als allererstes einmal zusammengenäht. Also den hinteren Beleg
mit der rechten Seite nach oben hinlegen und die zwei vorderen Belege eben annähen. Das Ganze wird nun an den Ausschnitt gesteckt, aber wenn du das jetzt einfach, ich sag mal, wie im herkömmlichen Sinne machen würdest, ne, also rechts auf rechts rauf und dann wenden, dann hättest du ja vorne diesen hässlichen Beleg rumschlappern. Deswegen wird es jetzt hier zwar ein bisschen fummelig, aber dafür schön. Du nimmst dir die, also du faltest jetzt an der Kante vom Schlitz eben den überstehenden Stoff nach außen, legst den sauber da oben an und bitte auch schön feststecken. Das ist wichtig, so dass der vorne jetzt rechts auf rechts liegt. Und der Beleg wird nun rechts auf rechts oben rüber geheftet. Genau, also so. Und das auf beiden Seiten vorn und ansonsten eben ganz einfach um den Ausschnitt rum, so wie immer. Hier beim Anheften auch wieder schön darauf achten, dass sich die Schulternähte da treffen, dass das nachher auch schön aussieht. Genau. Und wenn du nämlich jetzt alles... wenn du nämlich jetzt den Beleg auf die Innenseite wendest, wenn alles festgenäht ist, ne, dann siehst du, wie der so richtig schön in dem Stoff da verschwindet und sich die Spitze auch vorne von dem Schlitz richtig schön ausformt. Wenn dann noch der Ausschnitt oben abgesteppt wird, dann hast du da eine richtig schöne, saubere Lösung. Und so habe ich das jetzt bei meiner Variante auch gemacht. Also ich finde die Lösung wirklich schön und gerade mit dem Absteppen oben ist halt auch alles nochmal schön befestigt. Du kannst natürlich den Beleg auch nochmal verstärken, wenn du möchtest. Versäubern würde ich ihn auf jeden Fall, weil das so eine schönere Kante gibt. Ja, aber... ansonsten sieht das schon mal richtig, richtig toll aus. Auch von innen, ne? Wenn man es jetzt einmal aufklappt, ist das richtig schön sauber. Also kann es auch mal wegrutschen oder ne? Man hat halt einfach ein gutes Gefühl dabei. genau, jetzt kommt der Ärmel dran. Einmal den Ärmel versäubern und den Abschluss vom Kleid unten. Und ja, ne, jetzt kannst du hier überlegen, ob du es einfach umklappst. Bei Jacquard-Stoff, dadurch, dass der halt so schön gewebt ist, ist auch immer mal eine Idee, die Innenseite vielleicht zu nutzen, ne, dass man das Ganze dann von innen nach außen klappt oder eben ein Bündchen so ran macht, dass man die Innenseite sieht. Also hier kann man auch nochmal auch mit einfachen Mitteln das Ganze so ein bisschen als Hingucker gestalten. Umkrempeln ist jetzt nicht so clever, weil dann sieht man halt die Naht an der Seite. Ne? Also dann würde ich wahrscheinlich so ein Bündchen annähen. Ich könnte mir jetzt hier auch ein schwarzes Bündchen gut dran vorstellen können. Aber gut, wie das so ist. Ich habe ja natürlich einfach wieder nach innen umgeklappt. Also ich bin dann doch nicht so experimentierfreudig. Was mir hier auch gut gefallen hat, ist die Variante. Ne? Also den Stoff einfach dann mal quer zuzuschneiden. Und vielleicht... tja, da so einen kleinen Akzent so rumzusetzen. Also hier kann man wirklich nochmal spielen und es muss jetzt nicht großartig auffällig sein und sieht trotzdem toll aus. Genau, und dann ist Lilly auch schon fertig. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir bitte auf jeden Fall den Kommentar da. Dann natürlich abonnieren, wichtig, wichtig. Und die Benachrichtigung aktivieren. Ansonsten ist Lilly bei mir im Shop als E-Book und als Papierschnittmuster. Und ja, ich wünsche ganz viel Spaß beim Nähen und Tragen. Also das wird mein Lieblingsschnitt, glaube ich, den Herbst. Zumindest bis Dezember, wenn die nächsten Schnittmuster kommen. Bis dahin, ciao!